Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2. Nach langer Zeit hatte ich mal wieder ein bisschen die Möglichkeit, Wasteland 2 zu spielen. Also tue ich das auch. Bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich eigentlich überhaupt nichts von dem weiß, was passiert ist. Was ich so glaube zu erinnern ist, dass ich seit dem letzten Spiel, da hatten wir Whittier abgeschlossen. Also das letzte Video habe ich mir so halb angeguckt, um zumindest so teilweise zu wissen, was passiert ist. Und wir haben Whittier abgeschlossen, das war ein gemeiner Hinterhalt. Und jetzt sind wir hier allerdings wieder im Hauptquartier. Und ich meine mich zu erinnern, dass in dem Moment, in dem ich Whittier verlassen habe, ich eine Meldung bekommen habe, ich soll doch mal zurückkommen ins Hauptquartier. So, jetzt bin ich da. Hab hier allerdings noch nicht angeguckt. Ich habe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die Inventare schon so ein bisschen freigemacht von allen möglichen Plunder. Zumindest sehe ich hier nichts mehr, was man so wegschmeißen oder verkaufen könnte oder müsste. Und jetzt können wir uns mal anhören im Hauptquartier, warum wir beziehungsweise ich glaube, wir wurden zurückgerufen, weil unsere Anzüge, neuen Anzüge fertig sind. Ich kann ja auch mal kurz in das Journal hineingehen. In das Logbuch. So, sagt den Leuten von Angel Oracle, dass Rhodia am Handel interessiert ist. Das klappte ja irgendwie nicht. Stellt Kontakt her, Reichweite. Okay. Also eigentlich ist alles, was wir machen konnten, abgeschlossen. Ja, ich glaube, es war tatsächlich, dass unsere neuen Schutzanzüge fertig sind. Aber das ist jetzt wirklich schon so lange her. Ich habe einfach das Spiel geladen und dann war ich schon hier. Und dachte so, wieso bin ich nicht in Whittier, wo ich quasi im letzten Video aufgehört habe, sondern hier. Klar. Und dann habe ich mich so erinnert. Ja, irgendwie, als ich Whittier verlassen habe nach dem Abspeichern, da war doch irgendwie eine Meldung. Und dann bin ich hierher und habe schon mal mit dem Händler gesprochen. So. Kann natürlich auch sein, dass ich mich total jetzt irre. Aber ich glaube nicht. So. Hallo Jungs. Da stehen sie. Ja, stehen sie alle. Ja, in der Kiste. Ja, ablegen muss ich eigentlich auch nichts. Aufsteigen könnte ich mit ein paar Leuten, aber das mache ich noch nicht. Ich würde ja auf Level 35 aufsteigen. Ungerade Zahl, das ist nicht so gut. Deshalb muss ich, ja, ich bin gerade so in dem Bereich, wo ich auf 35 aufsteigen könnte. Ich muss wahrscheinlich noch so, ja, 3.000, 4.000 Erfahrungspunkte mehr haben, damit ich dann gleich auf Stufe 36 aufsteige. Machen wir mal weiter. So, Lieutenant Woodson. Ja, hallo. There you are, Rangers. The new rad suits are ready and waiting. Ah, na also. You should be able to get through the northern radiation wall with no difficulty. Now, as for the southern radiation wall, like I said before, it's gonna take some of the good stuff. Medical grade zeolite. Keep an eye out for it when you're up in Griffin. They'll probably keep it in a secure area. For now, just grab all you can. I won't know exactly how much we need until I can talk it over with Murcap. Okay. Also, kurz zusammengefasst, für jemanden, für alle, die nicht lesen möchten, die neuen Schutzanzüge sind fertig, also das, was ich noch so in Erinnerung hatte, im Hinterkopf meiner grauen Zellen. Wir können die nördliche Strahlungswand überwinden, ich glaube, das war Strahlungswand Stufe 5, die südliche hatte Stufe 6, die können wir damit nicht überwinden und da brauchen wir reines Zeolit, was auch immer das ist. Ich bin nicht medizinisch so weit bewandert, dass ich, oder chemisch, dass ich weiß, was das ist, aber scheinbar kann man damit noch bessere Schutzanzüge machen. Okay. Danach sollen wir Ausschau halten, wenn wir in Griffith sind. Na gut. Jetzt könnte ich noch einen Report abgeben und aufsteigen. Das mache ich nicht. Also sage ich einfach nur auf Wiedersehen. Good luck out there.
Ja, viel Glück. Viel Glück? Menschen, ergebt euch unverzüglich. Leistet ihr Widerstand? Ranger, lasst sie nicht die Ausrüstung beschädigen? Oder? Hat er gesagt beschädigen? Au, das tat weh. Das war eine schwere Waffe. Okay. Von einem Hinterhalt in den nächsten Hinterhalt, wollte ich gerade sagen. What the hell? Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich konnte mich natürlich überhaupt nicht positionieren oder irgendetwas machen. Das ist überhaupt nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Puh. Arbeitsroboter. Okay, Arbeitsroboter sind Nahkampfspezialisten. Und gleich sind einige von denen dran. Das, oh Mann. Und hier, was haben wir hier? Noch einer mit einer schweren Waffe. Und nochmal Arbeitsroboter. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na gut. Und ich dachte mir, nachdem ich einen Kommentar gelesen habe aufs letzte Video, nach dem Motto, sei doch nicht so vorsichtig und hau doch mal rein, ne? Da dachte ich mir so, okay, ich werde jetzt etwas draufgängerischer sein. Zack, nächster Hinterhalt. Okay, also. Ich könnte mich hier Deckung holen und auf den schießen. Die werden sowieso reinstürmen. Was passiert als nächstes? Ja, die sind als nächste dran. Und danach die. Na gut, vielleicht hier hin? Nein. Okay. Ich denke mal, das hier ist eine vernünftige... Ah, dann kommt natürlich der und wird feuern. So richtig... Ah, okay. Wie viele Punkte habe ich? 11. Danach könnte ich tatsächlich nochmal feuern. Ich könnte mich auch hier im Raum verschanzen. Ist aber... Das bringt auch nichts. Nee. Er muss hier... Hier hin. So. Okay. Vielleicht am besten erstmal seine Waffe zerstören, ne? Zittern da Servo ist schon mal etwas. So, ich kann mich mit ihr leider nicht viel bewegen. Das ist nicht gut. Moment mal. Informatik. 76. 91. Aber an... Ja, doch, an die würde ich rankommen. Nee, ich kann nicht durch die Wand durch. An die komme ich nicht ran. Aber das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, um... über die Runden zu kommen. Also um den Kampf ein bisschen zu unseren Gunsten zu entscheiden. Dazu muss ich... Jetzt ist die Frage, werden die hier durch... Können sie wahrscheinlich schießen? Können sie hier durch auch gehen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, kann man hier durchgehen? Wobei, eigentlich müsste... Ja doch, mir wird das Feld angezeigt zum Gehen. Ja, wie gefährlich ist es jetzt hier rauszugehen und einen von denen umzuprogrammieren? So, 6 Punkte brauche ich. Sie hat 10 und das Ding kostet 3. Also ich könnte hier hin. Ja, ich mach das mal. Feuern kann sie eh nicht wirklich im Moment. Und vielleicht wird das genügend Verwirrung stiften. Wenn es klappt, komm. Programmier ihn um, bitte. Programmier ihn um.
91% müsste gehen. Erfolg. Sehr gut. Und gleich übertaktet. Und er ist auch der Nächste, der dran ist. Vielleicht haut er dem hier so richtig eine rein. So. Noch einen Schritt zurückgehen. Oder lieber hier hin. Und ja, sie bleibt erstmal da. So, Doc. Deckung suchen. Oder rausstürmen. Wenn ich mit ihm rausgehe, kann er zumindest nochmal feuern. Vielleicht hier hin. Ah, von hier. Wenn ich ihn hier hin positioniere, hätte er ein bisschen Deckung von dem, was da kommt, aber er könnte nicht feuern, weil Tucker im Weg ist. Das wäre mir zu gefährlich. Alles andere ist keine wirklich gute Option. Hier würde er überall im Freien stehen. Und die kommen ja irgendwann auch nochmal, ne? Ich könnte ihn aber hierhin positionieren, um dann vielleicht ein Schussfeld zu haben, auf was auch immer von da kommt. Das könnte ich machen. So. Die Lady. Die Lady kann richtig gut laufen. Wie wäre es, wenn ich sie hier hin tue und versuche, ihn zu beschießen? Oder hier? Hat sie hier Deckung? Hat sie. Dann lauf doch mal. So. Kann sie jetzt aber auf ihn schießen? Kann sie? Ich will das nicht. Naja, das wollte ich jetzt halt nicht. Das war jetzt ein normaler Schuss. Eigentlich wollte ich... Zu spät. Okay, er haut auf ihn. Das wollte ich nicht. Oh nein, nicht den Doktor! Aua! Nicht den Doktor! Wieso auf den Doktor? Au. Bleib stehen. So. Okay, wie sieht das Ganze jetzt aus? Der gehört uns. Vielleicht programmiere ich noch einen umgleich. Das wäre ja was, wenn ich noch einen umprogrammieren würde. Gibt zwar dann, glaube ich, weniger Erfahrung, wesentlich weniger, aber mir ist das ein bisschen zu gefährlich, in meiner Basis die rumfeuern zu lassen. So, vielleicht hier. Sie hat durch Tucker leider überhaupt kein freies Schussfeld. Der ist erst im nächsten Schritt dran. Ja, der Nachtschrecken ist hier hinten. Kann uns leider überhaupt nicht helfen.
Hier ist Ralphie, den möchte ich auch nicht irgendwie. Das ist natürlich die Frage, was werden die denn tun hier? Ralphie, lauf weg. Ich möchte nicht, dass du irgendwie plötzlich hier umkommst. Wenn ich hier stehe. Ja, ich habe kein Schussfeld freies. Vielleicht doch hier. Das müsste gehen, ohne dass ich auf den armen Ralphie schieße. Ja. CPU vielleicht. Das war ein harter Schuss. Okay, das war gut. So, Tucker kann mit seiner Machete leider nicht viel ausrichten. Aber er könnte vielleicht... Na, hier als Kugelfang dienen. Wollte ich gerade sagen. Er hat ja wie viele Hitpoints? 400. So eine Salve könnte er... Könnte er bestimmt aushalten und dann wären möglicherweise andere nicht so in Bedrängnis. Er stellt sich mal vor, Ralphie. Und ich habe so das Gefühl, wenn der dann so eine Salve feuert in den Raum, dass Ralphie weg ist. Und Ralphie brauche ich als Toaster-Experten. Nein, Ralphie! Idiot! Und das gefällt mir gar nicht. Bewegungsunfähig. Das war meiner, ne? Mein Arbeitsroboter ist bewegungsunfähig. Okay, sie kann noch reinlaufen. So, was mache ich jetzt hier? Ach ja, der ist ja auch noch da. Ist ja jetzt hier sehr unangenehm gerade. Ich könnte ihn hierhin postieren. Und dann auf den feuern. Eigentlich würde ich den gerne ausschalten. Oh, der ist sogar als nächster dran. Das ist sehr gut, wenn ich den ausschalten würde. Kann ich das von hier aus? Warum läufst du da nicht? Okay, ich kann. One down. Sehr gut. So, ist das ein gefährlicher Schuss? Ja. Schon irgendwie. Das aber genauso. Das hier ist alles gefährlich. Das hier ist alles... Das ist nicht gut. Wann kommt der dran? Noch nicht. Wer ist der Nächste? Das ist ja unser. Er ist als Nächster dran. Dann kommt der. Dann kommt der. Prozent kommt. Du wirst schon den Doktor nicht treffen. So. Wen programmierst du um? Leider kommt sie an denen nicht ran. Sonst hätte ich gesagt, programmier den um. Da die beiden vielleicht beide auf den Doktor schießen oder schlagen können, würde ich dann sagen, programmiert ihn um. Okay.
Plan steht. Plan steht nicht. 8? Doch. 8? Zehn, neun. Ich brauche 3 Punkte. Und vielleicht einmal zur Seite gehen. Doktor. Der Doktor kann überhaupt nicht weg. Und hier zu schießen wäre nicht gut, weil da ist ja Meißel. Eigentlich könnte er nur auf den feuern und den haben wir ja gerade erst umprogrammiert. Es ist echt blöd, dass die das Ganze so hier... Er könnte sich selber heilen. Er wird ja einmal oder zweimal geschlagen. Dann hätte er mehr Hitpoints. So. Also, heil dich mal selbst. Ist fast voll, ne? Ja. Könnte er hier... Ah, zu gefährlich. Wir haben ihn hier noch. Okay. Vielleicht ist er verwirrt und greift mich an. Abgestürzt. Abgestürzt. Könnten auch nachladen. Ach nee. Wir können nichts. Okay, das ist gut. Au. Au. Ein Schwein. Oh, das hat weh. Das hat aber zum Glück nicht auf Ralphie. So, wer ist dran? Die Pette ist dran. Der gehört zu uns. Ich kann leider nicht sehen, wer zuerst dran ist. Der Doktor oder er? Wir haben 10 Punkte. Wenn ich mich so positioniere... Dürfte ich den Doktor nicht treffen. Und er darf kann dann später auch weglaufen. Schaltkreise durchgebrannt. So, du, kannst du irgendwo aushelfen? Hier könntest du aushelfen. Hier möchte ich den Weg nicht versperren. Hier könntest du auch aushelfen, indem du ablenkst, damit Ralphie nicht in Bedrängnis gerät. Ja. Als Ablenkung quasi. Wieso kann ich nicht. Kann ich nicht schräg angreifen? Sache. So, von hier aus könnte ich wahrscheinlich gefahrlos feuern. Ich würde aber ganz gerne zweimal feuern, das ist das Problem. Wer nicht wagt, wenn ich gewinne. Jetzt ist die Frage, wird der explodieren? Ne, der wird nur zusammenklappen, ne? Der wird nicht explodieren.
musst weg. Du musst weg. Was heißt, du musst weg? Du könntest umprogrammieren in hier. Dann gehe ich kein Risiko ein. Denn ich habe den Doktor immer noch nicht hier in der Leiste. Kritischer Fehlschlag. Au. Kritischer Fehlschlag bei 1 und... Okay, das heißt, ich habe... Er ist jetzt überladen. Er ist jetzt besser als vorher. Ist das, was Sie mir sagen wollen? Das ist nicht gut. Ich hatte eine... Ich weiß nicht, der kritische Fehlschlag lag bei 1% oder so, ne? Super. Von hier aus? Könnte klappen. Bluten. Sie blutet. Ralphie. Nein! Meißel! Von hinten? Von hinten? Oh nein. Hat Erdan da gerade gefeuert? Ohne dass ich es gesehen habe. Meißel greift an. Ralphie verursacht Schaden. Okay, sie hat ihre Blutung durch. Minus 6 Con alle 10 Sekunden. Autsch. Minus 7. Das Bluten ist nicht schön. So, sie hat nicht viel Auswahl. So, mach ihn alle. Dann kann sie sogar noch mal feuern gleich. Aber... nicht so einfach. Durch Ralphie hindurch zu schießen. Wer kommt gleich dran? Hier ist er. Kopfnuss. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Sie könnte Ralphie töten. Au. So. Der Doktor möchte sich nicht rächen. Der möchte weglaufen. Der Doktor könnte hier mal was machen. So. Und zwar... vielleicht Chirurg? So, dann haben wir das schon mal. Viele Punkte hat er noch. Ein bisschen hat er noch. So. Ein bisschen hier. Wann kommt Erdan dran? Noch nicht. Noch nicht. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob er hier einfach reinfeuern würde. Selber heilen. Wobei, eigentlich ist der Kampf gewonnen. Kann man so sagen. Eigentlich ist der Kampf gewonnen.
Deshalb. Wir werden uns später heilen. So, du gehst einfach mal aus dem Weg. Für den Fall der Fälle. So. Feuer frei kann ich jetzt nicht so ohne weiteres sagen. Außer du bist hier. Und das müsste es dann auch gewesen sein. So. But I guess it made it easier for them to triangulate our position. From now on, I'll run it in frequency time. So. Also. Wir haben Strom gespart und das hat unsere Position verraten. Hat uns der liebe Woodson gerade verraten. Aber das wird nicht nochmal passieren. Okay. Haben die... Na, Blupen ist weg. Haben die irgendwas da gelassen? Wer hat das meiste Glück nochmal? Wer hat das meiste Glück? Glück 2. Glück 3. 3. 1, 1, 1. So, hast du denn auch so einen Glücksbringer? Wer hat einen Glücksbringer? Wer hat unsere Glückshasenfoto? Ah, ich glaube Ralphie. Dann ist es egal. Ich möchte jetzt nicht wechseln zu ihm. Okay. Servo. Arbeitsbot. Mhm. Ein bisschen was wert, ne? Und den Händler haben wir gerade da. Also nehmen wir das Zeug mal. Hat Woodson noch irgendwas zu sagen zu diesem Debakel hier? Keep an eye out for it when you're up in Griffin. Na gut, okay. Nicht wirklich viel. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell zum Händler. Fies, die wissen jetzt, wo unsere Basis ist. Aber sie wurden zurückgeschlagen. Sie werden nicht nochmal kommen. Ja, nächste Folge mit den neuen tollen Superschutzanzügen. Naja, halb super. Werden wir dann die Gebiete nördlich unserer Position erkunden. Das wird dann die nächste Folge sein. So, als allererstes mal Heilung. So, 20 Scrap verloren, egal. Dafür sind wir wieder fit. Und jetzt einmal... So, der ist ja unser Charismatiker, ne? Mhm. Hier hast du noch mehr Charisma. Ah, schwere Strahlenschutzanzüge. Plus 5 Strahlenschutz. Ach, die muss ich jetzt erstmal austauschen, ne? Hm. Ein Pfund, okay. So, Handel. Zack. Und verkaufen. Wir wollen hier nichts mitschleppen, was so schwer ist. Was haben wir gefunden? 2 davon und Munition. Okay. Munition ist okay. Außerdem sollten wir alle einmal nachladen. Und damit endet diese Folge. Jawohl. Also in der nächsten Folge werden wir dann nach Norden ziehen, um dort mal die Gegend erkunden. Da konnten wir bisher ja noch nicht hin. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis bald.